Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Ark. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, weil wir hier hochgelaufen sind. Aber ich sehe gerade noch... Ne, wir sind hier runtergelaufen. Ich glaube, wir kamen von oben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall dorthin, um weiterzumachen. Vorbereitung auf die Schlacht. Und wir haben hier unten noch was. Die Beschützer der Bogenschützen... Ne, Moment, das ist das Event wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Und hier haben wir noch eine Quest. Jetzt bin ich mir nicht sicher, aber ich würde normalerweise sagen, dass wir die Quest als erstes annehmen. Dass wir da nochmal eben ganz schnell hinreiten. Und zwar am besten ohne, dass wir runterstürzen. Verschaffen wir diesen Pfeilschießern eine kleine Atempause. Ich höre, dass du meine Überfallsoldaten maßregelst. Ist das wahr? Wie bitte? Azaran hat dich darum gebeten. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind doch nicht absichtlich in das Gebiet der Bogenschützen eingedrungen. Hatschi! Was für eine undankbare Frau sie ist. Achso, das war der Abschluss. Ah! Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir einfach weiter mit der Quest hier oben machen und da weiter hinreiten. Oh, und schon wieder mitten durch ein Nest durch hier. Ich habe mich übrigens jetzt innerhalb von kürzester Zeit das zweite Mal mit Grippevirus angesteckt. Juhu, hey, schon wieder aus der Schule rausgeholt. Ja, und das eigentlich, wo meine Tochter sehr, sehr selten krank wird. Naja, ist nicht so schlimm, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Ich bin erleichtert, weil die Verstärkung kommt. Bitte sag Halrock, dass er sich keine Sorgen machen muss und wir uns ihm bald anschließen werden. Ja, hat ja nicht viel gesagt. Ich finde den Hauptmann und Hachi nicht. Achso, ich dachte, der hat genießt. Das war ein Name. Jetzt verstehe ich das. Okay, dann machen wir nochmal die Vorbereitung der Schlacht auf der anderen Seite. Also... Weshalb ich das eben eigentlich gesagt hatte, entschuldigt, falls meine Stimme jetzt irgendwie so total daneben klingt oder wahrscheinlich im Laufe der nächsten 5 Minuten total nasal klingen wird. Ist halt nun mal so. Nur bis ich, wenn ich dann warten würde, bis ich dann wieder halbwegs gesund bin, dann kann ich wieder über eine Woche oder länger nicht aufnehmen und dann, ja, da habe ich dann auch keine Lust drauf, weil ich möchte dann doch ja auch weitermachen. Und möchte, dass ihr dann natürlich auch das miterlebt, dass wir mit den Quests weiterkommen. Ach, jetzt stehen die Dinger hier die ganze Zeit im Weg rum. Och, und schon wieder ein Boss direkt vor der Nase. Das ist so ätzend. Weichen wir mal aus. Kommen wir einfach von oben. Ist ja auch gut. Achso, ich hätte auch hinporten können. Ne? So für ganz faule. Aber egal. Wir machen es jetzt so. So. Melde dich bei Halrock zurück. Wo komme ich denn? Da muss ich hoch, ne? Genau. Ich glaube, die Krähen lachen mich gerade aus. Ich habe schon wieder ein paar Tage nicht mehr gespielt. Deimos Seite ist fürs Erste sicher. Danke. Armel traf ein, während du fort warst. Das macht er irgendwie immer. Er scheint schwer verletzt zu sein. Ich denke, du solltest dich beeilen. So, was ist das denn hier schon wieder? Ach so, reisender Händler. Oh, okay. Seit wann gibt es die auf den Karten? Ich kenne die nur von meiner Burg. Können wir auch noch mal kurz gucken hier. So, Meisterwerk, heiße Schokolade, irgendeine Brosche. Gegenstand zur Erhöhung der Beziehung zu NPCs. Da muss ich 10.000... Ja gut, wir haben... Was? Wir haben echt etwas unter 2 Millionen. Scheiße, wo habe ich denn das ganze Geld her? Beziehungsweise das ganze Silber. Ach du Schande. Ja, dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall einen holen. Ja. Ich weiß nicht genau, wofür sie da ist, aber wir nehmen sie mal. Und so eine Karte nehmen wir auch mal einfach mit. Heiße Schokolade mit Kaffee, keine Ahnung, was das bewirkt. Eine wichtige Zutat für... Komplett geschmolzenes Gelato. Sagt mir jetzt nichts. Handwerker Grillspieße. Die Intelligenz wird erhöht. Geschicklichkeit wird erhöht. Okay, ja. Gut. Die Karte, die können wir, glaube ich, noch aktivieren.
Ja. Wieso haben wir zwei? Habe ich von. Oh, wir haben sogar vier. Kann das sein, dass ich schon länger nicht mehr im Inventar geguckt habe? Ich glaube ja. Obwohl es noch relativ geordnet aussieht. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Okay, dann reiten wir mal einfach weiter. Da kommen wir auch rum. Andrea, folge mir. Folge mir lieber. Doch, folge mir doch. Ich bin doch richtig rum am Reiten. Amel! Ich muss mich beeilen und den Verletzten helfen. Es muss etwas geben, was ich tun kann. Ich kann mich nicht einfach ausruhen. Ugh. Das Irr kann man immer so gut übersetzen. Dorfbewohner, denen helfen wir doch jetzt, oder? Ja, meine ich doch. Danke, dass du mich geheilt hast. Kein Thema. Mach mal gerne. So. Was wird mit uns jetzt geschehen? Achso, ich brauchte nur zwei. Okay. Pater Amel muss sich unbedingt ausruhen, aber er mutet sich zu viel zu und ist stets überarbeitet. Ja, ja, das kenne ich. Du hilfst mir doch, nicht wahr, Mondgöttin? Ach nein, ich mache das alleine. Es gibt viele hier, die deine Hilfe brauchen. Ja, du kannst doch nicht einfach mittendrin plötzlich weiterreden, hallo? Ich halte Amel den Rücken frei. Vertrau mir, wir schaffen das schon. Wir halten noch eine Weile durch. Ich kann leider die Stimme nicht ganz so hoch machen, deswegen, die wird im Moment immer etwas nasal klingen. Also, keine hundertprozentig gute Synchronstimme im Moment. Hallo, ich bin Marilyn, Tochter von Sir Harrock. Ich habe schon so viel über dich gehört, geschätzte Ritterin. Danke, dass du deine Arbeit bei der Verteidigung der Borea-Festung angeboten hast. Ich bin sicher, dass es der Moral der Truppen stärken wird, wenn sie hören, dass die Königsritterin an ihrer Seite kämpft. Könntest du unseren Strategen Dimor aufsuchen? Hoffentlich hat er sich bereits einen Plan zurechtgelegt, um die Dämonen aufzuhalten. Borea ist seit langer Zeit das Land der mutigen Krieger, die die Außengrenzen des Königsreichs beschützen. Aber ich fürchte, dass dieser lange Krieg alle ausgelaugt hat. Ich frage mich, wie sich die Leute in der Festung fühlen. Sie halten mich wahrscheinlich für jemanden, der sich im Kampf nicht behaupten kann. Jemanden, der beschützt werden muss. Keiner von ihnen würde mir sagen, was er wirklich fühlt. Vielleicht könnte jemand, der so zuverlässig ist wie du, sie fragen. Vielleicht teilen sie mit dir ihre wahren Gefühle. Was meinst du? Na, dann mal ran hier. Machen wir uns bereit aufzubrechen. Sag mir mal deine wahren Gefühle. Was meinst du mit Beschwerden? Ich habe überhaupt keine. Als Gentleman, Ritter und Bürger aus Boreas Reich ist es meine regelmäßige Pflicht, Lady Marilyn zu beschützen. Sie kann sich vollkommen sicher fühlen. Ich würde sogar mein Leben geben, um Lady Marilyn zu beschützen, falls es soweit kommen sollte. Da, von der Seite. Was ist das denn für Kleiner? Wow, Krieg! Ich will aufs Schlachtfeld stürmen wie eine blutrünstige Bestie. Wenn ich meinen Fuß auf das Schlachtfeld setze, werden die Dämonen sicher mit eingezogenem Schwanz fliehen. Oh, wie ich mich darauf freue, in ihrem Blut zu baden, während ich triumphierend auf dem Schlachtfeld tanze. Da gibt es nur ein Problem. Ich bin erst 15. Es ist eine wahre Tragödie, dass ich noch nicht in die Schlacht ziehen darf. So ein verfluchtes Gesetz, das mich daran hindert. Grrr. Geh und sage den Dämonen, ich, die Geheimwaffe der Borea-Festung, wartet hier auf sie. Oh Gott. Wo ist sie? Nein! Oh, falsche Tasse. Ist das so? Dann ist es eine große Erleichterung, das zu hören. Wir müssen die Wünsche aller respektieren, diese Dämonen besiegen und den Krieg beenden. Noch einmal vielen Dank, dass du für die Borea-Festung in die Schlacht ziehst. Auch ich werde mein Bestes geben, um zu helfen. Ja, wo geht's denn? Da oben geht's schon wieder weiter. Nein, nein. Ah, ich dachte, ich habe jetzt irgendwas Falsches geklickt. Okay. Dann reiten wir nochmal hoch. Ich glaube, wenn wir da jetzt diese komischen Springaktionen machen, wird es trotzdem nicht schneller, ne, um da hinzukommen. Oh, ich hänge auch schon wieder im falschen Bildschirm drin. Das ist nicht gut.
Das ist nie gut, weil irgendwann bleibe ich dann plötzlich stehen, weil ich dann im falschen Bildschirm geklickt habe aus Versehen. Das ist, ja, wenn man drei Bildschirme hat, immer ein bisschen nervig. Aber man muss halt alles gut im Auge behalten. Auf der einen Seite ist gerade, oder sind gerade wieder mehrere Sachen am Hochladen. Können wir hier rum? Ja. Auf der anderen Seite spiele ich und auf der anderen Seite muss ich dann im Auge behalten, ob die Aufnahme wirklich am Aufnehmen ist. Das ist immer so ein bisschen problematisch, gerade seit Windows 11. Da ist es doch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr unbeständig geworden mit den Aufnahmen. Also ich kann euch absolut nicht empfehlen, Windows 11 zu kaufen. Wenn überhaupt, wartet lieber noch ein paar Jahre damit. Als Berater der Borea-Festung suchte ich nach einem Weg, die Dämonen zu schwächen. Wenn wir die Belagerungswaffen der Dämonen irgendwie loswerden, könnten wir ihren Angriff stark abschwächen. Außerdem liegt nordöstlich von Boreas Reich Galatos Schmiede. Wenn uns die Schmiede dort helfen, okay, könnten wir die Soldaten mit besseren Waffen versorgen. Das ist mein Plan bisher. Wenn du das Kommando übernimmst, mache ich mir keine Sorgen, ob der Plan gelingt. Achso. Meine größte Freude auf dem Schlachtfeld ist es, junge Krieger mit solcher Leidenschaft kämpfen zu sehen. Wenn sie in der Nähe sind, habe ich das Gefühl, nichts auf der Welt zu fürchten. Ich beneide sie beinahe ein wenig. Und ich bin wirklich stolz auf sie. Sie erinnern mich auch ein wenig an meine eigene Jugend. Wenn du die Belagerung durchbrechen willst, dann habe bitte ein Auge auf die Mitglieder der Kadettentruppe. Sie sind fähig und stark, aber sie sind auch ein wenig jung und unerfahren. Haha, ich wäre beruhigt, wenn jemand wie du auf sie aufpassen würde. Bitte suche Pike, ihren Hauptmann, auf. Ich bin sicher, dass er dir gute Dienste leisten wird, denn er ist ein aufgeweckter und tapferer Kerl. Okay. Achso, nee, ich stand schon auf dem Pferd. Beziehungsweise ich saß schon auf dem Pferd. Der Kadettentruppanführer. Deaktiviere die Bombentruhen der Verwüstung. Und das andere, erkundige dich nach den zwei. Okay, aber ich denke mal, dann muss ich vom Pferd runter, oder? Wenn ich die doch deaktivieren muss, bin ich doch gleich mitten in der Horde drin. Okay, euch muss ich nur anklicken. Hallo, gehst du mal vom Pferd runter? An. Ist schon gut. Todestrupp! Angriff! Schützen in Position! Gebt den Rittern Deckung! War jetzt nicht nett. So. Wo ist er? Hier. Hallo. Was? Wie? Warum ich weine, fragst du? Nun, meine Freunde kämpfen da draußen wie die Wilden, aber ich bin so unbeholfen, dass ich kaum zum Kampf tauge. Ach so, es ist ein Junge. Und jetzt habe ich auch noch die Halskette verloren, die mir meine Mutter geschenkt hat. Wow, bitte hilf mir. Mein Freund Pike ist darunter, um die Halskette zu suchen. Hier wimmelt es nur so von Dämonen, die aus der Erde kommen. Wow, ich fürchte mich zu sehr, um hinabzusteigen. Ich bin so ein mieser Feigling. Ich schäme mich so. Bitte, es ist so gefährlich da unten. Bitte rette Pike, ich flehe dich an. Ich denke, ich soll die Halskette retten und nicht Pike. Warte nur. Na gut, Frage ist, Moment, wir müssen hier, müssen wir hier noch runter? Ja. Hallo. Wow, was tust du, was tut denn noch jemand hier unten? Wie bitte? Hachi hat dich geschickt, Gesundheit. Hachi ist überhaupt kein mieser Feigling. Er hat trainiert wie wir alle, um ein Ritter von Lutera zu werden. Er besaß eine Halskette, die seine Mutter ihm geschenkt hatte. Sie war sowas wie sein Glücksbringer. Aber ich bin schuld, dass er sie verloren hat, wenn ich sie nur finden könnte. Die Halskette ist irgendwo hier im Boden gefallen. Im Boden gefallen? Auf dem Boden?
Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo sein muss, aber ich kann sie einfach nicht finden. Und ich werde nicht wieder hinaufgehen, bis ich sie gefunden habe. Okay, viel Glück dabei. Nicht? Gut, dann... dann müssen wir wohl hier durch und eventuell kämpfen. Was ist das denn hier? Das glänzt so schön. Können wir aber nichts machen, okay. Hallo! Ach, ich drücke auf 1. Sag mir das doch einer. Wieso sagt mir denn keiner, dass ich gar nicht auf Q drücke? Nein, nein. Jetzt habe ich aus Versehen auf F gedrückt. Was war das? Achso, das war dieser Blitz. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, warum das hier so leuchtet. Aber das ist cool. Oh ja, Jungs, lasst mich in Ruhe. Das nervt. Ey, du hast gerade was aufgehoben und schon musst du hier wieder irgendwas... Das ist so nervig. So, wo steht der Typ jetzt? Wo ist der Kleine jetzt eigentlich hin? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wird der jetzt da gerade von innen überfallen? Ich sollte ihn doch eigentlich nicht alleine lassen. Ach, noch ein bisschen langsamer hochklettern. Da unten geht das wusch einmal runter und nach oben. Moment, da war doch gerade... Da war doch gerade was zum Aufheben. Hier war doch gerade das Aufheben-Symbol. Habe ich hier Mokosamen übersehen? Oder backt das hier... Ich sehe zumindest gerade nichts. Oder backt das hier rum? Da war eindeutig gerade so eine Hand. Kann das wahr sein? Das ist ja meine Halskette. Wie hast du das geschafft? Du und Pike, ihr zwei seid einfach die Größten. Naja... Oh, edle Ritterin, ich danke dir von ganzem Herzen. Übrigens, wo ist Pike? Den habe ich unten vergessen. Ist das schlimm? Pike! Vielen, vielen Dank. Es ist meine Schuld. Mach dir keine Gedanken. Sind alle bereit? Gehen wir! Ist das normal, dass überall die Kinder kämpfen? Ich weiß ja nicht. Moment, 3, das wäre das hier. 1, gehe durch das Portal der Verwüstung. Jetzt... Ah! Moment, zerstöre die Wächtertürme der Kobolde. Das ist anscheinend doch nichts, was man so zwischendurch machen muss, sondern das gehört noch zur Quest, oder? Weil dann sollten wir das auf jeden Fall vorher noch mal kurz machen, weil ich dann wahrscheinlich nicht mal runterlaufen werde. Moment. Och, jetzt soll ich hier wieder ein bisschen Wust durch. So. So, irgendwo... Oh. Habe ich ausnahmsweise mal drauf gedrückt und dann natürlich direkt das Falsche. Nein, hier unten ist doch ein Fragezeichen. Warum ist hier noch ein Fragezeichen? Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ja, danke gleichfalls. Wo ist der Typ? Bogenschützen ziehen! Vergeudet keinen Schuss! Warum muss das... Muss er das immer hier machen? Uff, Gabrian, du Narr. Okay, das war nur abgeben. Sehr schön. Das hätten wir natürlich auch vorher machen können. Ach so, das war das Feuer, ich wollte gerade sagen. So, jetzt nochmal eben kurz gucken. Wir müssen bei dem kleinen Folgekadett Trevi besiege die verwüstende Legion. Das sind beide Stellen. 1, durchs Portal gehen. Ne, 1 ist das große, glaube ich, oder? Aber wo ist dann die 4? Ach so, das ist die Plantage. Ja, ja, okay. Aber wo ist die 2? Benutze die Werkstatt. Ach, das war das, was ich nicht... Ja, gut. Nein. Das ist schlecht. Das war der falsche Weg. Okay. Machen wir das noch? So, was hat ein Kaninchen in der Schlacht zu suchen? Ihr Schweine.
So, irgendwo hier. Achso, da muss ich nur durch. Ich wollte gerade vom Pferd runterspringen. Geh durch das Portal. Wo ist das Portal? Ah, Hilfe! Achso, das ist Scheitern. Wo ist das Portal? Ich will das Portal haben. Leute? Das ist doch komplett falsch. Obwohl zwei? Nee, zwei ist das mit dem Zerstören. Nee. Zerstöre die Ballisten. Oh, jetzt macht mich hier nicht total bekloppt. Welche Ballisten? Hier sind keine Ballisten. Besiege die Dämonen, die die Balliste beschützen. Okay, das können wir von mir aus machen. Aber hier sind keine Ballisten. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch... Obwohl, die zählen auch. So. Ach, das sind die Ballisten. Ah. So, ich habe zwei zerstört. Gilt aber nur als eins. Achso, das ist anscheinend keine Balliste oder so. Ich weiß es nicht. So, drei zerstört. Moment, ich muss noch Dämonen zerstören. Nee, komm, geh da runter. Was jetzt? Jetzt gehe ich wieder nach Hause. Wir vernichten euch! Die große Ascheschmiede ist nordöstlich. Ich wünsche viel Glück. Dankeschön. Ich muss aber noch irgendwas besiege die verwüstete Legion. Im Lager der Belagerer, was auch immer das heißen mag. Seid ihr diese Legion? Schaut nicht so aus. Zwei von vier. So, das ist wieder nur hinlaufen. Zerschlage die Eier. Ich denke, die Eier sind hier. Zerschlage die Trilleier. Moment, hier. Ja, jetzt. Boah, du sollst reiten, Mann. Blöde Kuh. Sollst du jetzt nicht überall durchlaufen und sollst reiten? So, aber ich muss hier trotzdem noch irgendwas machen. Ich muss hier wieder reinlaufen, ne? So, es macht dir gut. Ich soll euch ja nur... auf euch aufpassen. Ich soll euch ja nicht helfen. Aber das dauert mir hier echt zu lange. Komm. Achso, ich drück schon wieder die Eins. Ah! Das macht die Leute warm. So, wen soll ich besiegen? Moment. Ist das hier das Fragezeichen? Nee, das ist Pike. Puh, das war ganz schön aufregend. Was ist denn jetzt wieder? Och, ey, nerv mich hier nicht. Ich bin hier mitten in der Quest, du Vollpfosten. So,
So, das hatten wir schon. Weißt du noch, ich hatte dir vorhin erzählt, dass mein Schild, dass es meine Schuld ist, dass Hachi seine Halskette verloren hatte, ja? Hachi hatte sie auf einen Dämon geschleudert, der rauf und dran war, von hinten auf mich loszugehen. Das hat mir das Leben gerettet, aber dann ist Hachi angegriffen worden. Wärst du nicht gewesen, wäre die Sache sicher übel ausgegangen. Ich weiß, dass ich ein wenig tollkühn war. Aber es war eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen. Und eines Tages werde ich wieder gemeinsam mit dir auf dem Schlachtfeld stehen, als stolzer Ritter von Lutera. Wir alle, Hachi, Trevi und auch Pinar. Bis dieser Tag kommt, wünsche ich dir alles Gute, Ritterin Mondgöttin. Oh, ich bin schon so schrecklich. Ja, da gucke ich, nee, da gucke ich gleich in Ruhe nochmal nach, weil ich will die Folge nicht so lang ziehen, aber ich möchte trotzdem nochmal kurz zur Schmiede hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann damit was abschließe. Nein, geh mir nicht auf den Sack, ich muss nur da hoch. Das ist wirklich das Ätzendste an diesem Spiel, dass man sich nirgendwo bewegen kann, ohne... Mein Baby! Bei Umas Bart! Bei diesem Tempo wird die Schmiede... Ohne dass immer einer dazwischen funkt. So. Oh, die Flamme, die 500 Jahre lang ununterbrochen brannte. Ja, das hört sich doch ehrlich gesagt sehr nach ein... Bleibst du mal stehen? Sehr nach einer neuen Quest an, von wegen die Schmiede und die Flamme, die 500 Jahre brannte. Dann würde ich doch sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil, ja, ich die Storys halt gerne so ein bisschen zusammen haben möchte, natürlich in den einzelnen Folgen. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!